Heute bei uns im Exklusivinterview Hüb Stevens, der Stuttgart-Trainer. Herr Stevens, der VfB ist zurück, oder? Ja, ich denke, das kann man sagen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Frankfurt. Und die Mannschaft hat zum ersten Mal umgesetzt, was ich Ihnen vor dem Spiel nicht gesagt habe. Es ist ein Tunnel am Ende des Lichts zu sehen. Und das Licht hat die Form von einer Raute. Es ist keine Halogenlampe, es ist mehr eine HSV-Lampe. Jetzt ist es unten im Tabellenkeller immer noch sehr, sehr eng. Wer steigt denn ab am Ende? Das ist mir relativ egal, wer am Ende von der Bundesliga absteigt. Weil mir ist nur wichtig, wer aufsteigt. Weil da werde ich dann in der nächsten Saison neuer Trainer. Schalke, Ihr alter Club, spielt auch gerade wie ein Absteiger. Warum schwächeln die so? Ja, ich muss sagen, dass mein alter Verein Schalke 04 im Moment große Fehler macht. Wenn sie nicht aufpassen, dann sind sie im nächsten Jahr nicht in der Champions League mit dabei, sondern dann spielt Schalke 04 nur um den Gorgonzola Cup oder um den Thrombosepokal von Kasso Brauxel. Und wenn ich mir anschaue, was Klaas-Jan Hünteler von Schalke 04 da vorne fabriziert, der bewegt sich wie eine Einbauküche und zwar kurz vor dem Ausbau. Jetzt will Schalke 04 den nächsten Star von Real Madrid holen. Nach Hünteler soll auch Semih Khedira kommen. Wäre das einer für die Bundesliga? Das ist mir relativ egal, ob Schalke 04 Khedira kauft. Mich interessiert vielmehr, ob Lena Gerke die Nachfolge von Heidi Klum antritt. Weil so stelle ich bei VfB auf. Wer von mir vor dem Spiel, wer von Hüb Stevens kein Panini-Bild bekommt, der sitzt auf der Tribüne. Jetzt werden wir schon ein bisschen unsachlich. Wechseln wir das Thema. Ein Wort zum FC Bayern. Ja, ich kann hier nicht über Meisterschaft reden. Ich habe von Meisterschaft keine Ahnung. Oder sagen wir so, die Ahnung ist, was Meisterschaft angeht, bei mir nicht so groß. Sie ist ungefähr nur so 4 Minuten lang. Jetzt spielen Sie an auf die Begebenheiten damals 2001, Meister der Herzen. Da waren Sie Schalke-Trainer. Nein, ich spiele auf überhaupt gar nichts an. Wenn ich anspielen würde, dann wäre ich Spieler, ich bin Trainer, ich stehe an der Seitenlinie. Ich habe dafür zu sorgen, dass der VfB, dass die Mannschaft nicht absteigt. Da brauchen Sie mich gar nicht so anzugucken. Ich bin hier zu Ihnen gekommen, dieses Interview zu geben. Und dann kommt nach einem solchen Spiel, wo man einfach auch mal den Trainer loben kann, kommt eine solche Antwort, kommt eine solche Frage von Ihnen. Das muss ich an Hüb Stevens sich bieten lassen, auch nicht von Ihnen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Interview ich an dieser los, Stelle. Ich habe keine Zeit, wir steigen ab in 3 Monaten. Wir wollen eh gerade das Interview beenden, Herr Stevens. Danke. Tschüss. Ich muss da lang, mein Wohnwagen ist da drüben. Ja, gehen Sie, aber gehen Sie bitte wirklich. Ja, jetzt sitze ich schon wieder im Auto. Das muss ich an Hüb Stevens, Trainer vom VfB, nicht bieten lassen. Deswegen die Frage an euch. Was glaubt ihr? Wer steigt am Ende von der Bundesliga ab? Entschuldigung, schreibt alle 3 Namen der Vereine unten in die Kommentare und wenn ihr Bock auf weitere Clips habt, zum Beispiel hier oben der letzte Hüb Stevens, einfach draufklicken oder hier unten Jürgen Klopp und Andrea Pirlo aus der letzten Woche, auch ein sensationeller Clip. So, Taxifahrer, und jetzt da vorne links, da habe ich nämlich meinen Wohnwagen geparkt. Ja, im Halteverbot. Ich hoffe, ich werde nicht abgeschleppt. Der Dutt, was will der denn schon wieder? Da muss ich dran gehen. Also, tschüss, da. Matze Knobs neue Tournee Diagnose Dicke Hose mit dem Kultkaiser, Kultknob und vielen mehr. Tickets, Tourdaten und alle Infos auf matzeknob.de.